Liebe Freunde der asiatischen Küche, heute zeige ich dieses rote Thai-Curry mit Gemüse. Du benötigst Zucchini, gelbe, rote Paprika, Brokkoli, Blumenkohl, Kokosmilch, Pilze, eine Limette, Zwiebel, Knoblauch und etwas Koriander. Du brauchst nur die Hälfte der Zucchini, halbiere sie längs, viertle sie und schneide sie dann in mundgerechte Stücke. Nimm die Hälfte des roten Paprikas, schneide sie erst in Streifen, dann in mundgerechte Stücke. Dasselbe machst du dann mit der gelben Paprika und legst das Ganze beiseite. Dann nimmst du den Blumenkohl und schneidest ihn in kleine Stücke. Die Champignons nimmst du und halbierst sie nach und nach. Die Zwiebel würfelst du auch in grobe Stücke. Dann den Knoblauch fein herunterschneiden. Den Brokkoli nimmst du und zerlegst ihn in feine Röschen. Und beginnst dann Paprika und Zucchini mit etwas Öl in einem Topf anzubraten. Gib dann Champignon und Blumenkohl dazu. Dann die Zwiebeln und Knoblauch, Curry, Paprikapulver, etwas Kurkuma mit anrösten, mit Gemüsebrühe ablöschen. Und dann gibst du die rote Currypaste dazu, deswegen auch rotes Curry, rührst das Ganze um und gib dann die cremige Kokosmilch dazu. Nochmal kurz umrühren, mit Salz und Pfeffer würzen und das Ganze bei verschlossenem Deckel für ca. 15 Minuten köcheln lassen. Den Brokkoli, den machst du extra, nimm dafür sehr gut gesalzenes Wasser, gib den Brokkoli rein, Deckel drauf und lass ihn dort für ca. 5 bis 7 Minuten köcheln. Dann sollte dein Curry fertig sein, gib etwas Chiliflocken dazu, den Saft einer halben Limette, das sorgt für eine schöne Säure. Schau dir diesen Brokkoli an, schön bissfest und eine wunderbar grüne Farbe. Jetzt ist es Zeit zum Anrichten, das Curry in ein Schüsselchen, ein paar Röschen vom Brokkoli dazu, ein Stück Limette, etwas mit Koriander bestreuen, dazu schmeckt am besten Basmati-Reis. Das ganze Rezept findest du wie immer auf www.flexitastisch.de.